Moin Moin und willkommen zurück hier zu meinem Kanal. Wir spielen Blasphemous weiter und befinden uns jetzt in... Wie heißt das Ding nochmal hier? Warte, kann ich gleich sagen. Genau, die schlafenden Leinwände. Sind wir gerade angekommen? Schauen wir nochmal nach. Die bewegen sich nur ab und zu mal. Okay. Okay, der sieht ein bisschen härter aus. Okay, ich wollte eigentlich gucken, wie... Okay, warte mal kurz. Alter! Oh, super. Wir haben ein bisschen Leben verloren, aber eigentlich gar nicht so schwierig, wenn diese gehenden Attrappen nicht da wären, die einen die ganze Zeit irgendwie stören. Dabei. Erstmal oben längs. Alter Schwede. Jetzt die Frage, kann man da rüber springen oder muss man ducken? Oh. Warte mal, was das Bild hier ist. Ja, man kann auch rüberspringen, oder? Ich probiere es einfach mal. Also selbst wenn ich das Leben verliere. Eieiei, kann ich nicht rüberspringen? Doch, das muss man doch können. Warte mal. Ja, siehst du. Bin ich doch gewundert. Oh. Okay. Nein. Okay, machen wir mal hier, oder? Ich dachte, ich kann reinkommen. Also unser Leben wiederholen, ne? Ja, ich kann da nicht mal durchsippen. Was ist ja beschissen. Ja, du blöder Biergeist. Hä? Gut, jetzt gibt es eine kleine Jump-and-Run-Anlage. Ja. Oh. Nein! Nein! Alter Schwede! Schnell wegkommen, ey. Aha. So. Blocken geht auch ganz gut. Ja, sicher, ne? Ja. Das sind so einmalige Dinger, die dann gleich wieder weg sind, ne? Okay. Hier kann mich nichts treffen oder trifft er mich von oben? Weil der könnte mich treffen.
Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Oh nein. Ich depp. Na gut, nochmal. So schwer ist es, glaube ich, gar nicht. Aber man weiß es ja nie. Wenn sich wieder dumm anstellt. Okay. Ich würde auch gerne auf die andere Seite nochmal. Die noch gibt. Wer ist hier? Penitent One. Do not be troubled by me or my outward appearance. No change in season. Achso, das ist die, die mit mir reingeht, ne? Lass uns nicht mal kurz nicht mit reingehen. Aber dabei ist der. Da ist der Gegner, dann lass uns doch einmal noch auf die andere Seite reingehen, bevor wir hier zum Gegner reingehen. Ob es da noch irgendwas Besonderes gibt. Und nicht, dass wir irgendwas verpassen jetzt hier. Na, guck mal, das Ding zum Beispiel. Jetzt ärgerlich gewesen, wenn wir den ganzen Weg normal laufen müssen. Was sagt das Gespenst hier? Der Mond trägt heute ein langes Schleppenkleid und ein Bulle starrt sie zwischen Ziestrosen und Schatten an. Na, das ist so schön. Penitent One without a name. Find my brothers and guide them to me. Ach so, das sind diese. Die habe ich aber. Wie viele habe ich davon gesammelt? Ich glaube gar nicht so viele, ne? Wie viele haben wir davon gesammelt? Mal irgendwo sehen. Hab ich schon irgendwo sehen, ne? Weiß ich jetzt nicht. Naja, genug haben wir anscheinend noch nicht, sonst würde er uns ja sagen, dass er uns irgendwas geben möchte. Gut. Aber gut zu wissen, dass es hier ist. So, auf der Karte sieht man uns auch. Hoffe ich. Nein. Weiß ja ungefähr, wo ist das hier? Ja, achso, ja, hatten wir schon. Ja, hier nochmal. So. Jetzt geht auf die andere Seite, gucken uns das Gegner-Viech mal an. Oh, sie steht ja immer noch hier, die können wir immer noch um Hilfe bitten. Und sehen erstmal selber an. Oh, große Bühne. So, das war's, wir sind in der Mitte gelandet. Oh. Du hast der Entsagung. Oh! Okay. Leben nehmen hier. Ah, fit untags. Nein. Alter. Ah, guck mal da. Da kann ich kaputt machen. Shit! Okay, okay.
Oh, aber er scheint einen gar nicht. Ich weiß, weil ich habe schon recht viel Leben weggenommen. Also, eventuell könnte man den mit ein bisschen Koordination schaffen. Also, richtig schwer war das, glaube ich, nicht. Hätte jetzt ein bisschen aufpassen können, natürlich. Aber, naja. Ich glaube, ich nehme sie trotzdem nicht mit. Weil ich glaube, man kann den besiegen. Das wollen wir jetzt nochmal. Den lassen wir stehen. Den können wir nochmal brauchen. Ein bisschen Leben brauchen zwischendurch mal. Oh. Hab ich das Ding da? Das sieht aber auch ein bisschen eklig aus, das Ding da. Geschwülst. Ah, Mist. Ja. Ach, man muss auch immer in Bewegung bleiben hier, ne? So, komm her, du Viech. Gibt's doch gar nicht. So geht's auch. Wusste doch, dass irgendwie diese Schwachstelle da, die müsste man doch gut ausnutzen können. Da war ja recht easy. Also da müssen wir uns eigentlich gar keine Gedanken machen. Hätte man nur auf den Kopf gezielt, wäre es, glaube ich, weniger leicht gewesen. Aber so war es doch okay. Gut. Mal weiter hier. War wohl einer der leichtesten Gegner hier im Spiel, behaupte ich mal. Weiß es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es einer der leichtesten Gegner war. Da rausspringen? Guck mal. Kann ich leider nicht hochspringen. Ja, ehrlich. Na gut, guck mal, was für eine Abkürzung das hier ist. Wie man sieht, ist da noch so ein Kind. Das muss man sich immer später nochmal holen. Okay, wo sind wir jetzt hier? Ich gehe erstmal hier raus. Und dann können wir die Verbindung, glaube ich, sehen. Oh, hier ist einer, der will mir was geben. Oder auch nicht. Geprägte Maske von Resent. Was kann das? In eines toten Erzdiakons in einer Staubibliothek. Okay. Gehen wir durch. Große Perle aus rotem Wachs. Aha. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Wir gehen trotzdem mal den anderen Weg nochmal. Ich will mal wissen, wo wir jetzt hinkommen. Wenn wir in die andere Richtung gehen. Wäre sonst ein bisschen blöd. Hui. Ah, sehr gut. Gut. Tugend von Mea Culpa ist erschienen. Danke. Okay. So, wir haben ja ein bisschen was. Oh, Fuß 8000. Führt einen Schlag nach oben als Combo-Abschuss aus. Treffen mit 3 Treffern drücken. Okay. Also das Ding gucken hier noch. Optimiert die Macht von Mea Culpa. Anstelle der Klinge kommen die scharfen Dornen zum Einsatz. So kann der Büßer viel schneller einen verheerenden Angriff ausführen. Der Höhepunkt der Kunst des Ausfallschreis. Mea Culpa durchschneidet die Luft auf eine solche Weise, dass eine Welle erzeugt wird, die zusätzlich Schaden über und unter der Klinge bewirkt. Klingt auch gut. Hier drüben. Büßer führt einen Drehangriff als Combo-Abschluss aus. Okay. Dann auch mal benutzen, ne? Die testen wir mal kurz. Ah, können wir natürlich machen, wenn jemand
da haben. So, ja, das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Wir suchen jetzt einfach nur mal einen Platz, wo wir kurz unsere Energie regenerieren können, wollte ich gerade sagen, wo wir speichern können. Das ist ja direkt da oben. Das heißt, wir gehen hier jetzt nur hoch. Dann speichern wir und dann ist vorbei. So. Na komm, das wäre da gewesen. War ziemlich cool. Gibt's doch gar nicht. So, hier speichern wir. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.